Guten Morgen, Freunde der analogen Unterhaltung. Heute ist der 11. Dezember. Wenn ich richtig aufgepasst habe, ist heute tatsächlich der 11. Dezember und es gibt wieder was zu gewinnen. Und zwar was so Großes, dass es gar nicht auf den Tisch Doch, es passt auf den Tisch. Warte. Oh, aber da entweder ist Hunter sehr, sehr stark geworden oder es ist nicht so schwer, wie es aussieht. Was könnte es denn dann sein? Was könnte es Wir machen sein? es Was auf. könnte es sein? Guck mal, das kann man hier unten so rausziehen. Da kann man das Geschenkpapier noch weiter. Ah, ihr habt es der wahrscheinlich schon neue Hunter und Kronen Rucksack 2.0. Jetzt mit Farbvorlauf noch stabiler, noch wasserabweisender. Noch wasserabweisender. Ja. Hier mit verstärkten Griffen und mit einer hier für unser Trolley, den ihr ja auch erwerben könnt in unserem Shop, dass man den auch so reintun kann. Ja, also wirklich in allen Himmelsrichtungen verbessert. Leider hatte er seinen großen Auftritt auf das Spiel verpasst, weil es kein Spiel gab vor Ort. Aber ist bei uns im Shop, könnt ihr ihn natürlich trotzdem erwerben und hier jetzt gewinnen. Und das ist für alle. Genau. Und deswegen darfst du noch das aufpacken, während ich mir überlege, was wir jetzt für ein. Da muss ja auch irgendeine Hunter und Kron-Frage kommen. Da muss eine Hunter und Kron-Frage kommen, ja. Oder eine Berlin-Kron-Frage. Oder eine Berlin-Kron-Frage. Ja, nee, ich habe schon eine Ich Idee. glaube, die Regie hätte gerne, dass du das Innere des Rucksacks Ach ja, zeigst. Vielleicht stimmt, hat er das da noch Innere was soll rein ich auch noch versteckt. zeigen. Ja, stimmt. Ach ja. Ja, stimmt, hier ist ja noch was drin. Ja, es gibt ja natürlich auch noch unseren Kalender dazu. Wobei ich ja jetzt fast gesagt hätte, das hätten wir jetzt auch noch warten können. Der kommt nämlich in 2 Tagen, kommt er jetzt. Ja? Dann hätten wir ihn euch auch wirklich live zeigen können. Wir zeigen ihn euch auch. Sobald er hier ist, er ist gedruckt, er ist auf dem Weg, er ist auf dem Schiff und viele haben schon gewartet. Ne, die auf dem Schiff? Ja, oder nein, nicht auf dem Schiff. Nein, nee, stimmt ja gar nicht. Der ist ja gar nicht. Ich denke immer, der ist in England, aber stimmt ja gar nicht. Der wird in Niederlande haben wir den drucken lassen und er ist auf dem Lastwagen sozusagen. Der kommt und sobald er da ist, werden wir ihn euch auch zeigen und sobald er da ist, werden wir ihn auch verschicken und zwar auch natürlich auch zuerst an alle, die den schon bestellt haben. Die warten alle schon drauf. Ich weiß ja, wir haben gehofft, Ende November wird es, jetzt wird's Anfang Dezember, aber vor Weihnachten klappt auf jeden Fall noch, sodass ihr dann auch definitiv den Kalender in unserem Shop, also jetzt, wenn ihr jetzt müsst ihr ja verfügbar sein, wenn ihr das Video seht, könnt ihr ihn bestellen und dann kommt er auch noch rechtzeitig vor Weihnachten, könnt ihr ihn also auch noch verschenken oder einfach ja kaufen, natürlich bevor 2021 anfängt. Es ist auch jetzt, ich würde auch jetzt langsam die Kalender kaufen für 2021, weil genau. Im März ist dann irgendwie wieder blöd. Jetzt ist die Zeit, im Dezember sollte man einen Kalender kaufen, jetzt ist er da, wir sind ein bisschen knapp dran, aber jetzt. Er kommt. Schlag zu, holt euch den Kalender und alle Unterstützer, die können heute, müssen gar nichts tun, gibt es da automatisch eine Lostrommel, wo einer gewinnt. Clever hoch 3, der dritte Wurf von Wolfgang Warsch aus der Reihe Klein und Fein bei Schmidt-Spiele. Und auch aus der Schmidt-Spiele-Reihe die Wikinger-Saga von Knut Happel und Christian Fiore. Das gibt es im Doppelpack für einen der Unterstützer. Da müsst ihr überhaupt nichts kommentieren und machen. Wird auch um Mitternacht wahrscheinlich. Genau. Also einfach quasi am nächsten Tag gucken wir, wer ist alles Unterstützer. Da, die kommen alle in die Lostrommel, losen wir einen aus und sowas. Und die Frage, die ihr natürlich beantworten wollt, die müssen wir auch noch stellen. Und zwar, ja, ich würde sagen, dieses Jahr ist es wirklich jetzt auch das Letzte, was wir hier so machen, hier mit dem Kalender. Wir sind froh, dass der jetzt noch fertig wird. Nächstes Jahr sind wir natürlich immer überlegen, was wir noch machen können. Neue Hand- und Grundedition eventuell. Ihr könnt ja einfach mal kommentieren, was fändet ihr noch cool, was wir machen sollen an Merch oder Spielen, was für euch was bringt. Weil ich meine, es geht jetzt nicht darum, dass wir sagen, wir denken uns jetzt wieder irgendeinen Quatsch aus, was irgendwie wir sagen, kauft das bitte, sondern wir machen ja Sachen, also auch der Rucksack zum Beispiel ist ja entstanden aus dem Gefühl heraus, das wäre cool für euch, das zu haben in Essen. Ja? Und die Spiele sind entstanden, weil ihr gesagt habt, hey, diese Spiele können wir nicht mehr kaufen, würden sie aber gerne haben. Das heißt also, kommentiert doch einfach mal. Es muss aber auch kein Spiel sein. Vielleicht habt ihr was ganz anderes. Wir hatten auch schon verrücktere Ideen, wo wir dann gesagt haben, das lassen wir lieber. Ja, so dieser Startspielerkalender war mal so. Ein Kochbuch. Ja, genau. Ja, so mit Alex und Pete könnte man wahrscheinlich so. Aber das gab es ja auch schon so. Ne? Aber ja, was würdet ihr euch wünschen von uns als. Würfel, eine als, Tasse. Ja. Was wollt ihr? Kapuzenpullis, Mützen, Geldbeutel, Skateboards, Surfbretter. Ja, das wäre cool. Skateboards. Hunter und Kron Skateboards. Das ist ja, aber ich glaube, in unserer Zielgruppe, hier unter den Brettspielern, die Skater-Fraktion, die ist, glaube ich, relativ überschaubar. Ja, weil es so wenig Skateboard-Brettspiele gibt. Ja, also wenn euch da irgendwas einfällt und ihr wisst, ne, es geht bei diesen
Gewinnspiel nicht darum, wer den besten Beitrag leistet. Wenn ihr sagt, Merchandise, ich finde ich doof, ja, lasst es lieber, kann auch in die Lostrommel. Aber wer gewinnen. Natürlich was vorschlägt, was wir machen, der kriegt davon dann. Der kriegt davon einen Karton dann. Also zumindest, nee, wer was vorschlägt, was wir machen sollen, das ist eine gute Idee, das machen wir vielleicht. Und hat dann davon was. Ja, da will es halt machen. Naja, das setze ich mir für ein, dass derjenige, dessen Idee genommen wird. Ja. Also, wenn wirklich was dabei ist, was wir wirklich umsetzen. Ist ja sonst wie in der Filmbranche. Dann werden wir dem auf jeden Fall den bedenken. Genau, das war's. Also viel Erfolg. Vielen Dank für die Unterstützung natürlich. Viel Erfolg bei dieser Auslosung. Und wir sehen uns dann morgen wieder mit Päckchen 12. Bis dahin. Schlaf gut, etwas gesagt. Ihr seid gerade erst aufgestanden. Ja, es kommen ja noch andere Videos heute hoffentlich. Vielleicht gibt es Leute, die stehen nur auf, schauen sich das angehen, gleich wieder ins Bett. Ah. Weil sie das einfach so frustriert sind und machen schon Winterschlaf. Und kommen einfach wieder raus, wenn der ganze Mist vorbei ist. Und diese Orgien, die wir gestern, vorgestern, heute irgendwann erwähnt hatten. Die kommen. Ja. Habt Geduld. Ich warte Bleibt gesund. Bis dann. Spielt schön. Ciao. Bis dann. Tschüss.